Es ist wieder soweit. Urbex Kaffee Klatsch, der Podcast für Abenteuer Lost. Place, Fahrrad, Fahrer, Schlauch, Boot, Camping, Fern, Ausbau, Basteln und vieles mehr. Natürlich darf der Kaffee nicht fehlen, der ist immer mit dabei. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Moin Moin, Servus und Grüß Gott hier auf meinem Podcast, dem Urbex Kaffee Klatsch. Und hier ist mein Kaffee und dort ist der liebe Kevin. Tachien. Du heute hast ohne keinen Kaffee. Nee, was also, anderes. Das erstaunt mich heute. Wieso hast du heute keinen Kaffee am Start? Na, ich muss auch schlafen können, ich bin alt. Ach komm, du bist doch nicht alt. Du bist doch noch, wie war das vorhin, 14? 14 bin ich, ja. 14 und ich bin 20. Die Zeit ist leider vorbei. Ja, hier ist noch so eine Halloween Spezial Edition, Dr. Pepper. Von vor zwei Jahren, abgelaufen. Ja, habe ich nur im Kühlschrank. Nur abgelaufene Sachen. Ist günstiger. Ja, extra für meine Gäste. Ja, nur das Schlechte für die Gäste. Nur das Schlechte für die Gäste, ja. Ja, ich begrüße euch zu dem ersten Podcast mal wieder. Seit langem. Ich wollte ja immer mit Leon zusammen Podcasts wieder machen, aber es klappt halt zwischen uns beiden nicht. Er hat viel zu tun, ich habe viel zu tun. Du bist ein guter Kumpel, du wohnst hier drei Häuser weiter. Ja. Trotzdem schaffen wir das meistens nicht immer zum Podcast. Aber wir haben uns das ein bisschen vorgenommen, vielleicht mal öfters einen Podcast zu machen. Oder so einfach, wenn wir Zeit haben, machen wir einen Podcast. Also nie. Das war's. Genau, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ach übrigens, wir wollen einen Podcast machen. Und ein Videopodcast. Wir stellen das auf YouTube. Ich weiß noch nicht, ob ich das auf meinen Hauptkanal oder auf meinem zweiten Kanal stelle. Das gucke ich dann nochmal. Und jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Opa von den OnlyFans. Wollt's auch noch. OnlyFans, genau. Wollte ich auch noch. Ja, lass dir schmecken jetzt. Lass mal ein Bier auf. Bier. Oh, das ist ein schönes Geräusch, oder? Ja. Und ich habe meinen Kaffee am Start. Prost. Prost. Ja, genau. Wir probieren das jetzt mal ein bisschen so aus. Wir haben hier, ich habe mein Mikrofon extra ein bisschen hier eingerichtet, haben mir so ein Audio-Web-Interface geholt, extra für Podcast. Hab mein altes Mikrofon, hab mir hier das Shure, was ja ganz berühmt hier in der Internetwelt ist, ne? Bei den. Was ich dir seit Jahren gesagt habe. Ja, ich weiß. Und dann lag's hier auch noch Monate rum, ne? Da hatte ich immer Probleme mit meinem Interface gehabt. Das mochte mein Shure-Mikrofon nicht und oh, hör mir bloß auf. Ich war 4 Stunden hier dabei, 2 Audio-Interfaces auszuprobieren, die haben nicht geklappt, dann habe ich auch noch deins gehabt, dann ist mir aber eingefallen für einen Podcast, ich kann kein zweites Mikrofon anschließen. Richtig. Dann hatte das eine nicht funktioniert und dann, oh, ich so, nein. Und dann hatte ich ja noch das Vocaster hier rumliegen gehabt und ich wollte das Vocaster ja benutzen, wenn wir da vorne auf so rüber. Also das ist jetzt nur mal so ein Test hier. Wir sitzen jetzt am Schreibtisch, aber wir wollen demnächst da schön auf dem Sofa noch hocken. Also hier wird ja noch mein Keller umgebaut. Ne? In der noch nicht vorhandenen Ecke? Genau, da steht nicht mal das Sofa. Die Ecke gibt es. Die Ecke gibt es. Ist nur halt nichts drin. Genau. Ja. Sofa steht nämlich noch im Flur. Ja. Ich hatte ja mal hier eine Überschwemmung gehabt. Im Keller musste ja alles neu machen. Und ich habe jetzt die Sommerzeit halt genutzt. Ja, raus, ne? Raus, Lost Place und alles. Und rauchen. Genau. Rauchen? Nee, seit einem Monat rauche ich nicht mehr. Seit einem Monat rauche ich jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ich habe 3 Jahre nicht geraucht. Ich hatte damit angefangen. Ich habe sogar letztes Jahr September habe ich angefangen. Und da, wo wir die Garagenparty gemacht haben, wo meine Tochter ja Geburtstag hatte. Da hat sie ausgetrieben. Danach habe ich aufgehört. September angefangen und September aufgehört. Bei dir ist auch so on-off, ne? Ja. Also du kannst einfach aufhören. Ich kann aufhören, genau. Ich war ja auch nicht wirklich so ein, wie soll man sagen, so ein, der jeden Tag geraucht hatte, ne? Gelegenheitsraucher war ich so, ne? Ja. Ich habe, wenn ich auf Tour war, habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr geraucht oder wenn ich zum Beispiel hier zu Hause bin, Videoschneiden bin oder so, dann rauche ich fast überhaupt keine. Also dann rauche ich vielleicht mal eine am Tag oder so. Oder ich lasse Shisha. Oder ich rauche. Nee, absolut gar nicht so. Shisha und ich habe ja auch versucht hier mit Babe und so, ne? Ja. Aber ach, weiß nicht, das war alles so. Bist auch zu alt für irgendwann. Hä? Bist auch zu alt für. Du brauchst eine Fluppe. Alle sagen mal, ich bin zu alt. Ich sollte aufhören, in meinen Videos immer zu sagen, ich bin ein Opa. Vielleicht solltest du anfangen, Pfeife zu rauchen. Ja, das wäre doch geil. Ich hab da auf eine Tour, wo ich mit David zusammen Schlauchboot-Tour gefahren bin, habe ich doch meine Captain-Mütze aufgesetzt und habe so eine Pfeife. Die Untensilien lagen hier noch. Ja, die Untensilien lagen hier noch. Ja, stimmt, genau. Ich fand das voll witzig. Ich hatte noch gesucht, irgendwie so Pulver, und den man so anzünden kann, dass da wirklich Qualm rauskommt, so, ne? Aber habe ich leider nicht mehr gefunden. Aber ich fand die Idee überhaupt so witzig, ne? So als Captain auf seinem Schlauchboot und dann so mit einer Pfeife. Und bist auch nicht mehr gefahren jetzt, oder? Nee. Ich hab ja einmal das große Schlauchboot. Da ist leider die Kammer kaputt. Ich habe versucht, das zu flicken. Und ich habe noch ein kleines.
Aber ey, ich war immer mit Sachen in der Garage beschäftigt. Ja, jetzt habe ich ja die E-Bikes gekriegt, hast du ja gesehen. Wir haben ja auch die 100-Meter-Yacht, die draußen steht. Was? Die 100-Meter-Yacht. Die 100-Meter-Yacht, ja, genau. Psst, noch keine Projekte verraten. Ach so. Und ich hatte immer voll viel zu tun gehabt. Und dann vom einen zum anderen. Ja. Und dann... Wir kommen ja auch zu nichts. Wir haben so viele Sachen immer in der Pipeline. Ja. Unser letztes Projekt habe ich jetzt gestern auch verkauft. Was wir eigentlich machen wollten, das... Ach so, mit dem Lastenfahrrad. Ja. Ja, ich hätte es gerne gemacht, aber ich muss jetzt ein bisschen sparen. Keller muss gemacht werden. Da brauchst du noch 20 Garagen mehr. Ich brauche noch 20 Garagen. Ich bin dabei. Ich möchte gerne eine Halle haben. Ne? Ja. Richtig geile Halle, wo du mit dem Caddy reinfahren kannst, wo du alles machen kannst. Wo ich auch nochmal schön basteln kann, wieder einen Streamraum machen kann und so weiter. Ne? Das wäre noch ein cooles Projekt und ein schöner Traum. Aber um da jetzt den Switch zu kriegen, zu so einer Halle, wenn du ganz zurückdenkst, in den Container. Genau, das wollten wir eigentlich heute als Thema nehmen. Ja. Den Winterbiwak als Thema nehmen. Ja. Und ja, stimmt, wir hatten damals den Container gehabt, den ich mit Felix ausgebaut habe. Eine richtig geile Zeit. Richtig geile Zeit. Ja. Da haben wir auch echt viel Herzblut reingesteckt. Ja. Und das hat voll Spaß gemacht. Da war Denise war da sogar noch bei, meine Tochter war da mit bei, mit Dekorieren und sowas alles. Und wo Felix und ich die Holzplatten dran gemacht haben und... Ja, das war schon richtig geil. Gekocht haben wir. Halloween haben wir gekocht da drin. Ja. Paprika in so einem. Ich hatte ja so einen Ofen gehabt. Den haben Felix und ich ja geholt. So einen Ofen mit zwei Herdplatten obendrauf. Ja. das war geil. Ja. Was haben wir gemacht? Paprika, ne? Gefüllte Paprika. Ja, hast du nicht da auch noch Hackfleisch gegessen? Weiß ich nicht. Das ist sehr lange her, ja. Ja, und dann kam der erste Container-Livestream mit Felix und Paul, der sogenannte Winterbiwak, aber den haben wir ja eigentlich noch nicht im Container so genannt, der kam ja erst später. Ja. Und da haben wir einen 24-Stunden-Stream gemacht, der war in der Corona-Zeit und wir haben 10.000 Euro Spenden gesammelt für einen guten Zweck. Was überhaupt nicht denkbar war, ne? Also muss man ja sagen. Ja. Man wusste ja gar nicht, was überhaupt zusammenkommt, was die Leute auch spenden wollen oder. Das war. Einfach just for fun mal gestartet. Einfach hin da, ne? Alles aufgebaut. Wir haben sogar einen Kamin. Felix hatte so einen Kamin gehabt, den haben wir da hingestellt. Der hat schon fast den halben Container weggenommen, den Platz. Und dieses alte Gammelsofa, wo du dich raufgesetzt hast und dann saßst du gefühlt auf dem Boden. Ja. Genau. Und das war. Später habe ich dann ja noch mit Lisa, mit Tochter, habe ich dann noch so ein Palettensofa gebastelt und so. Aber man muss wirklich sagen, aus den einfachsten Dingen das Beste gemacht. Ja. Also wenn man heute guckt, wenn man jetzt sich hier umguckt, du hast jetzt hier alles, das Tollste und Beste und sowas, mit was für Mitteln man das schnell was machen kann, ne? So gemacht hat damals. Ne? Vor allem nur Ikea, wir waren nur bei Ikea. Ja, die billigste Scheiße. Ja. Einfach rein. Hauptsache du kannst sitzen. Reicht doch, ne? Und das war geil, der Container war ein geiler Vibe. Und jetzt mal nicht so Schleichwerbung hier an Ikea, aber Ikea hat halt eben die beste, du hast eben halt alles in diesen Einkaufsladen, um deinen Container fertig zu machen. Preisgünstig auch zu dem Zeitpunkt. Deko, ne? Schränke und, und preisgünstig halt. Ne? Und der war gleich auch bei uns um die Ecke, weil Obi und Ikea. Ne? Aber Obi ist nebenan. Nebenan, genau. Sag ich ja, gleich um die Ecke. Obi und kannst Ikea. Du gut verbinden. Genau. Ja. Und da haben wir immer alles gekauft und zusammengebaut. Die Toilette war auch so, das war ein Desaster. Da war ja immer ein Projekt. Ein Rohrbruch, hä? Die ist heute noch ein Projekt wahrscheinlich. Das ist ja heute noch ein Projekt. Ich glaube, da ist immer noch ein Loch drin oder da ist wieder alles durchgegammelt oder so. Alles aufgekloppt. Da habe ich alles aufgekloppt, die Dämmung rausgeholt, habe Bretter wieder reingemacht und habe mich gewundert, hä, wo ist denn jetzt mein Kuhfuß abgeblieben? Den habe ich dann mit eingebaut. Ich so, nein. Ich weiß noch, ich komme da rein und sage so, Achtung, da ist ein Loch. Ja. Guck, ich habe so alles aufgekloppt, den ganzen Weg zum Klo frei. Das war Katastrophe. Und dann, aber was geil war, Felix hatte Aufkleber geholt, so 5.000 Aufkleber und die haben wir alle am Container rangemacht. Und dann drei Tage später oder so bin ich zum Container hingefahren und weil die Wand halt so kalt ist, ne, haben die Aufkleber nicht so richtig gehalten und die waren so alle so komplett als ein Aufkleber so abgefallen, so bums runter, ne? Und dann habe ich Teppichkleberband genommen, hier dieses doppelseitige und habe erstmal so ein paar Punkte gemacht und habe das wieder so, wie so eine Tapete so bupp, wieder rangeklebt. Aber war eine coole Zeit. Das war eine richtig geile Zeit, der Container-Stream. Also ich muss sagen, von allen Sachen habe ich den Container so am meisten gefühlt. Ja, der war richtig cool. Eigentlich weil du hattest so deine Basis, wo du reingehen konntest. Mhm. Also hier im Keller ist auch alles cool, aber Der ist größer und wärmer. Ist größer, wärmer, aber der Container, der hatte so seinen eigenen Stil, ne? Ja, genau. Das war ja auch das Ding, ich hatte ja immer sonntags um 20 Uhr hatte ich aus diesem Container Stream gemacht, ich alleine, ne? Ja. Ich bin immer mit meinem PC
Ich habe meinen PC hier zu Hause abgebaut. Du hast eigentlich zwei. Das war ein PC. Genau, das war ein PC. Hier, also genau. nicht hier, sondern in der anderen noch. In der anderen Wohnung noch, genau. Genau, das war ein PC. Der musste ja. immer abgebaut werden, genau. mitgeschleppt werden. Ja. Dann habe ich den da komplett montieren und ja. jeden Tag. Ich war anderthalb Stunden vorher beim Container ja. und habe immer alles aufgebaut. Monitor, Maus, Tastatur, ja. Mikrofon und alles Mögliche. Ne? Ich glaube, das hat dich geprägt, dass du deswegen auch immer so lange streamst. Ja. Ja, ich hab, sonst lohnt sich das nicht, genau. dieser Aufwand. Ja, das war wirklich Aufwand. Und ich saß da auch schon mal teilweise so, oh, ich unbedingt einen zweiten PC für den nie gekauft. Container nie gekauft. Bis oh, heute nicht. Doch, ich hatte dann einen zweiten PC, Gott sei Dank, gehabt. Und dann habe ich mit dem halt gestreamt. Den habe ich dann auch da gelassen. Ne? Ja, und dann kam irgendwann, genau, dann haben wir ja den Winterbiwak gemacht. Das war in der Corona-Zeit mit Paul und Felix. Paul und Felix waren ein bisschen mehr im Vordergrund als ich. Ich war so in so einer kleinen Ecke. Ich habe, glaube ich, ich habe noch diesen blöden Kaffee getrunken, diesen 3-in-1, den habe ich ja damals gemocht, ne? Oh, ich habe einen nach dem anderen, ich habe schon Herzflacker gekriegt, ne? Ich saß da so hin, ne? Ich war ja die Regie praktisch. Aber da war auch das Problem, Empfang. Empfang, ja. Die Technik, allererste Mal. Ja. Man wusste nicht, was passiert. Also, du hast ich es noch ja nie gemacht. Gehabt, ne? Ich habe ja Mischpult ja. gehabt und das sah souverän aus, ne? Ja. Das Problem war eben halt in der Corona-Zeit, das war ja, da gab es ja so die vielen Regeln und bla bla bla. Deswegen mussten die ein bisschen mehr im Vordergrund stehen und ich war dann halt ein bisschen der Regie, muss ja den Abstand halten und so weiter. Das war halt ein bisschen blöd, aber wir haben es ja überstanden. War das erste Biwak, wo ich im Regie-Set war? Genau, dann kam der Winterbiwak 1. Ja. Den haben wir ja im Wald gemacht. Übrigens, ja. das war dann schon richtig eine sehr coole Location. Ja, muss ich auch sagen. Da haben wir ein Regiezelt gehabt, genau. Da hatten wir aber Nick sein Zelt gehabt. Ja. Genau, da haben wir... Da habe ich auch Leon kennengelernt. Ja? Das allererste Mal. Da haben wir da beide Regie gemacht. Ja. Und ich saß mit Leon hinten und da sage ich, und wer bist du? Wer bist du? Ja, also hat er so erzählt, was er macht. Dann sagt er, ja, er macht auch so Videos und mit YouTube und so. Ja. Ja, wer das ist. Die Fresse noch nie gesehen, ne? War das der erste Winterbiwak? War Leon da auch schon da? Ich meine, das war der erste, ja. Boah, ey, das ist schon so viele Jahre her, ne? Aber ich habe ihn auf jeden Fall im Regiezelt kennengelernt. Ja. Da saßen wir dann zusammen und haben da uns ein paar Abende gemacht. Ja. Ne? Ich schreibe mir gerade mal, weil wir haben ja ein bisschen die Infos hier aufgeschrieben, weil das geht so schnell. Ja. Man kommt da gar nicht mehr hinterher. Also den ersten, also wir haben den Container-Stream haben wir 2021 gemacht. Der Winterbiwak war gleich danach, 2022 ja. im Wald. Das war aber, da haben wir gesagt, wir wollen gerne einen doppelten Stream machen. Genau, 48 Stunden. Genau, 48 Stunden. Ja. Weil 12 Stunden wären einfach zu wenig gewesen und vom Aufwand her ja, war ja schon viel. Du musst die ganze Kram größer, aufbauen, ne? Genau. Und oh. Wir haben ja sogar eine Firma gehabt, eine Technikfirma, eine Bühnenbaufirma. Ja. Übrigens schöne Grüße an großen Kneten, an Hubert Technik. Den kannte ich ja von meinen, wo ich noch Kameramann fürs Fernsehen war. Und hier, ich habe auch mal hier, wir haben ja immer so ein Dings gehabt hier bei Ruderbach, haben wir doch immer diese Scheunenfäden und sowas ja. gehabt. Und da habe ich dann früher auch mal eben gefilmt für diese Veranstaltung und so. Und daher kannte ich den Hubert. Und dann habe ich den einfach mal angefragt, wie sieht's aus mit, wenn wir uns mal Technik ausleihen, würde zu uns ein Angebot machen, weil wir wollten das ja schon ein bisschen professionell machen, ne? Also ja. Umstrecken, ja. Ne, dass sie auch Reichweiten haben. Wir wollten mehrere Kameras eben aufstellen, schön beim Feuer, wie alle da sitzen, so Aufgaben, zum Beispiel kochen und so. Und das muss ich sagen, das hat echt mega cool geklappt, ne? Das, ja, genau, weil natürlich gab es immer mal ein paar technische Schwierigkeiten, ja, aber die gab es jetzt bis zum letzten Winterbiwak auch. Ja. Also das hat sich nicht gebessert, aber das auch immer... Ja, das ein bisschen ist abhängig aber von, so. Ja, genau. Also man lernt ja nur aus den Sachen, ne, um das nächste Mal besser zu machen. Aber ich genau. fand schon, dass wir die Technik hatten, ist auch nicht gerade ohne. Also kostet auch ordentlich was. Ja, ist alles, und, ja. Und das musst du auch bedienen. Also genau. das ist ja nicht mal eben, dass du mit dem Handy streamst. Genau. Ja. Sondern du brauchst da wirklich ein, zwei Leute, die in dem Zelt sitzen, richtig. Die Regie machen, die genau. die Mikrofone einer für muten, Ton, einer anmuten. Nur für Szenenwechsel ja. zuständig ist und ja. so was. Ich weiß gar nicht, wer saß im Winterbiwak 1 im Zelt? Wer hat Regie gemacht? Ich war einen Tag da. Du warst einen Tag da und wer hatte das denn noch? Oder Pakete haben wir auch noch gepackt, was wir da alles verlost haben. Jo, Pakete, ja. Eieieiei. Alter, haben wir da gepackt. Genau, wir haben ja Gewinnspiel gemacht und wir haben halt Spenden gesammelt für einen guten Zweck. Und das ja. war immer so, wir haben, weil Paul, ich und Felix ja die Veranstalter sind,
haben wir eben halt die durch drei geteilt. Jeder konnte sich immer ein Motto aussuchen. Winterbiwak 1 weiß ich gar nicht. Ich glaube, Felix und Paul haben für Tiere gespendet. Und ich glaube, Winterbiwak 1, ich glaube, da war das Hochwasser in Ahrntal. Ne? Ahrntal, hieß das Ahrntal? Ahrntal, ja. Ja, ne? Ja. Also dieses große, also diese Hochwasser-Dings in Nordrhein-Westfalen da, ne? Ja. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen, ja. Das kann sein. Boah, das ist schon so lange her, man muss immer voll überlegen, ne? Erstmal das Zurückdenken, ne? Ja. Das ist schon anstrengend. Aber ich denke mal, ihr wisst ja schon mal alle, was ich meine, dieses große Hochwasser. Und dafür habe ich dann halt mein Teil gespendet. Ja. Und da war ich ja sogar mit Nick, war ich nochmal, der hatte diesen Bundeswehr-Cut da gehabt. Ja, genau. Diesen 10-Tonner, ne? Ja. Da waren wir dann mal in Delmhorst gewesen, bei Aldi oder Lidl. Und da haben wir dann auf Zuschauer, die konnten uns Sachen dann halt herbringen. Und zum die Spenden, haben wir dann auch nochmal gespendet für das Hochwasser. Ja, das weiß ich auch noch. Da standet ihr da. Genau. Hab auch noch gestreamt von da, ne? Genau, da haben wir auch noch gestreamt und das war auch eine sehr coole Sache, ne? Und dann hatte ich abends nochmal einen Livestream hier im Keller gemacht, an meinem alten Tresen noch, aus den 70ern. Und da habe ich dann auch nochmal 1.000 Euro zusammengekriegt. Das war auch nochmal cool. Was mir gerade noch einfällt, dein letzter Stream aus dem Container. Ja, oh. Alter, da hab ich auch gestreamt gerade. Ja, stimmt. Und dann bist du danach zu mir gekommen und Verena hat Pommes gemacht. Ja. Das war heftig, emotional, diese Aufgabe von dem Container. Den aufzulösen, ne? Ja. Da kommen echt jetzt tatsächlich wieder die Tränen. Ne? Aber ich fühle das immer noch. Ah ja, das ist echt cool. Dieser letzte Tag. Ja. Da kommst du bei mir rein, in das scheiß Kabuff. Wir sitzen da und dann, das war's. Ja. Das war's mit dem Container. Einfach so aufgelöst, ne? Sachen raus. Einfach Stream aus. Tür abgeschossen. Das war's. Bob. Und das habe ich selber auch gemerkt, ne? Weil Sonntag dann auf einmal so, wo fahre ich denn jetzt hin? Ich habe nichts mehr zum Streamen. Das so, war's. Dann habe ich ja eben von meinem Zimmer zu Hause aus gestreamt, dann habe ich da ja angefangen, aber es war nicht mehr irgendwie das, was es mal war, so im Container. Ja. Übrigens, die Pommes waren auch sehr lecker gewesen. Und ja, das war wirklich... Das war komisch, ne? Das war komisch. Da hatte ich noch meinen alten Caddy gehabt, da habe ich alles in meinen alten Caddy reingeschmissen. Meine Tochter hatte sogar noch mitgeholfen, ne? Und dann musste ich Jens den Schlüssel übergeben. Ich so, Aber das fällt mir immer ein, wenn ich an den Container denke. Dieser letzte Stream, wo du dann von dir rüber geradet hast, wo du weggefahren bist, zu mir. Alle haben da gewartet, bis du kommst. Ja, ach genau, du hattest noch einen Livestream gemacht. Ich habe gestreamt. Genau, und ich bin zu dir nach Hause gefahren, ne? Ja. Ja, stimmt, genau. Und dann saß du bei mir. Ich auf dem Schirm gehabt, ey. Ja, dann bist du noch bei mir rein. Stimmt. Ja, und dann haben wir doch, glaube ich, auch so da. Also über den Stream nochmal geredet und so und dann. Das ist heftig. Und das ist echt schon 5 Jahre her, ne? Also alles, wenn man jetzt mal auf die Agenda guckt, alles, was danach passiert ist, war das mit dem Container das krasseste Gefühl, was sich so aufgebaut hat und auch das Schwerste, das gehen zu lassen. Ja. Also Felix und ich haben den Container ja damals gegründet, weil wir wollten, dass wir uns mal so treffen, auch privat haben wir den genutzt. Wir haben uns immer viel getroffen da, haben immer Projekte belabert und alles so, ne? Zum Kiffen auch. Ja, klar. Ja. Kiffen und Bier trinken und Fleisch essen. Und Fleisch essen. Und dann waren wir fertig mit der Welt. Da war auch nicht mehr viel. Da war auch nicht mehr viel. Da haben wir die Overnight im Container gemacht. Ja. Und am nächsten Tag ging das weiter. Nein, Leute, nur Scherz. Wir machen auch nur Scherz hier. Leute, ihr müsst auch ein bisschen Ironie, wie sagen wir das immer? In Klammern, ne? Ironie. Gerade mit uns. Gerade mit uns beiden. Ja. Und das ist immer das auch so das Problem. Das verstehen viele Leute nicht, dass man immer ein bisschen Scherz und sich ein bisschen mobbt. Und das ist halt aber normal. Oder so sind wir halt. Aber so privat. Wir mobben und ne? Wir machen immer so. Ist aber so. Scherz, ne? Das müsst ihr halt ein bisschen auch verstehen. Ne? Ja, aber... Dann haben wir den Container, dann haben wir auch Livestream gemacht. Felix hatte noch ein paar Videos gemacht, der hat ja früher diese Kommentarvideos gemacht. Und ich habe den dann auch mal für ein paar Sachen genutzt, für Videos. Und ja, und dann ist Felix dann nach Köln gezogen, was mich halt damals sehr schwer getroffen hatte auch noch. Ne? Jetzt zieht er auch noch weg, jetzt hatte ich mal einen hier, mit dem ich auf Tour fahren kann und alles erleben kann und dann zieht der Keck einfach weg. Und alles alleine. Ich habe wieder eine gekippt und wieder eine getrunken. Lange wieder im Container, overnight. Ja, aber dann standst du da alleine, ne? Dann stand ich da alleine. Ja, alleine stand ich nicht da, also er hat ja auch schon... Ja, so vom Gefühl er konnte ja dann nicht mehr so oft, aber er kam trotzdem noch vorbei. Wir haben dass er jetzt gerade 4 Stunden hinfährt, um sich mit dir in den Container zu setzen für eine Stunde, das ist natürlich auch klar. Das ist klar, ne? Das ist ganz klar.
Und ich habe den halt, ich hab zu Felix gesagt, ich nutze den halt noch weiter. Ich würde halt noch sonntags Livestream machen, macht dann noch andere Sachen. Aber dann war das auch irgendwann, ja, weiß ich nicht. Felix hat gesagt, er braucht den dann nicht mehr. Wir haben ja auch Miete monatlich bezahlt. Ja. Ich hatte keinen Bock gehabt, den komplett alleine zu bezahlen. Und dann kam auch irgendwann die Zeit, Tschüss zu sagen. War leider so, muss man sagen. Gut, jetzt hast du den Keller, jetzt geht's hier weiter. Genau, aber das ist ja, wenn eine Tür schließt, geht die andere Tür wieder auf. Genau, sieht man ja hier, ne? Genau. Ja. Und das ist natürlich hier ist richtig geil. Also das ist wie mein zweiter Container hier. Ich habe hier diese Livestream-Ecke, hier ist mein Schreibtisch, ja. Und da wird meine Stream-Ecke 2 sein und auch Livestream. Da, wo jetzt noch die Stripstange. Ne? Da, wo die Stripstange und die Hanfplantage ist. Und mein dieses Zelt. Ja. Genau. Da kommt das hin dann. Da kommt das hin, genau. Ja. Und das wird jetzt demnächst passieren. Ja, wenn ich hier, ich werde auch Videos machen, auch für meinen zweiten Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Let's Urbex 2. Das ist alles so ein bisschen hinter die Kulissen. Ich denke mal, ich werde den Podcast bestimmt auch da hochladen. Muss ich auch mal schauen. Und da gibt es demnächst die Kellerserie. Und da werde ich alles hier umbauen. Ne? Ich habe den Schreibtisch, will ich noch ein bisschen schräger bauen. Hier kommt noch eine andere Ecke hin. Und dann natürlich da, ne? Schön mit Poster, die Heizung muss ich noch streichen und so weiter. Und da will ich so eine Kellerserie machen. Ne? So richtig schön. Genau, und das wird dann auf meinen zweiten Kanal folgen. Genau. Ja, jetzt sind wir natürlich von dem ersten Biwak so ein bisschen abgeswiped. Genau, waren ja schon, wir waren schon beim Biwak gewesen. Genau, beim Winterbiwak 1 2022 mit den 48 Stunden und mit den 20.000 Euro. Genau, da haben wir ja schon das Spendenziel verdoppelt. Verdoppelt, genau. Ne? Von 10 auf 20, die 10 hat schon keiner erwartet. Ja. Beim zweiten dachte man dann auch nicht, dass dann auf einmal das Doppelte dabei rauskommt. Ja. Also, wir haben gesagt, es wäre schön, wenn wir dasselbe Ziel erreichen wie beim Jahr vorher. Genau. Und das war auch schon krass, weil wir haben erst überlegt, ne, wie viel setzen wir denn an? Und da haben wir gleich gesagt, alle, das Doppelte. Weil wir haben vorher den nur 24-Stunden-Livestream gemacht. Das ist doppelt so lang. Haben wir das Doppelte gemacht, 48 Stunden und 10.000. Ne, und dann haben wir gesagt, 20.000. Und das haben wir sogar, ne, da waren schon ein bisschen so die Zweifel, dass wir das erreichen würden. Aber ich habe gesagt, ey, das schaffen wir locker. Ja. Und dann haben wir es geschafft. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr eingenommen. Ne? Ja. Das war aber die Erwartung war niemals da, dass man das überhaupt schafft. Ja. Also von mir schon. Also ich hab damit gerechnet, dass wir das schaffen. Auch also, auf Winterbiwak 2 und 3. Aber bei dem ersten, dass jetzt 10.000 Euro reinkommen, da hast du erstmal, denkst du nur so, boah, das ist ganz schön viel Geld. Ja, echt mal auch vielen Dank an die Leute, die immer fleißig beim Winterbiwak dabei seid. Ja, die sind krasse Supporter. Heftig. Mega geil. Ja. Hätte ich niemals auch so gedacht, so eine richtig coole Community. Da gab es dann natürlich auch immer das Problem, wo streamen wir? Wir haben den Container auf YouTube gestreamt und den Winterbiwak 1 haben wir, glaube ich, dann angefangen mit Twitch, weil Twitch doch die bessere Plattform dafür ist, auch gerade wegen Chat und Moderatoren und ja, weiß ich nicht. Gab es da nicht mal das, dass du nur 24 Stunden streamen konntest? Oder? Genau, auf YouTube kannst du nur 24 Stunden, dann war eine Trennung da, aber ich weiß nicht, glaube bei Twitch ist das, glaube ich, auch, aber ich glaube erst nach 8. Aber ich glaube jetzt nicht mehr, weil jetzt kannst du ja Streams machen, die einfach durchgängig sind. Genau, die durchgängig sind, genau. Ja. Das war ja auch noch die Schwierigkeit. Genau, und die Schwierigkeit war auch, wir durften nicht auf beiden Plattformen streamen. Das war da verboten. In der Zeit war das verboten, richtig. Jetzt kannst du überall gleichzeitig streamen. Genau. Ja. Und dann kommen wir auch gleich mal direkt zum Winterbiwak 2.0. Der war am gleichen Ort, wieder im Wald. Genau, also die Location war natürlich perfekt. Ja, muss man sagen. Richtig geil, ja. Du hast den Platz, du hast die Ruhe. Du kannst alles machen, was du möchtest. Du kannst ein Feuer machen, du störst keinen, du kannst ein bisschen Spaß haben. Und es war einfach witzig, ne, muss man ja sagen. Wir haben zwar eine andere Location gesucht, ne, hier nochmal, hier so mein Schreibtisch hier. Trinkt ihr nochmal eben was hier? Ich muss auch noch ein bisschen Kaffee runterspülen. Hm. Wir haben gesucht und da war es trotzdem wieder im Wald. Also es war einfach die geile Location und wir konnten Lagerfeuer machen, wir hatten das Regiezelt und ja, dann war alles. Ich muss auch sagen, es war dieselbe Location, aber Winterbiwak 1 und 2 war komplett anders. Genau, wir haben ganz anders aufgebaut, andere Sachen und also es war derselbe Thema, ne? Ort. Genau, ja. Ne, aber es war trotzdem was anderes. Ich glaube, den Winterbiwak 2, den haben wir so ein bisschen apokalyptisch gemacht, ne, so mit Zombies. Ja, genau, und so. Genau, haben wir noch Bilder bei mir bei Instagram mit diesem Totenkopf. Genau, Totenkopf, genau. Ja. Was haben wir beim ersten gemacht? Ich glaube, wir haben so, das sollte so ein bisschen so wirken wie so ein Weihnachtsmarkt. So, oder, ne, so ein bisschen Weihnachtsmarkt, so ein bisschen
so wie so Hütten mit Lampen und ja. Ne? Also das hat sie, was sich durchgesetzt hat, ist einfach das Lagerfeuer. Das ist der beste Ort für alles. Ja. Wirklich, das ist der beste Ort, egal was du machen willst. Ja. Setz dich an Lagerfeuer und du hast es gemütlich, du hast es warm. Ja, du fängst da Gespräche an. Ja, ja, eben. Viele Gäste laden wir mal ein, ne? Die waren, sind ja auch. Es ist immer mehr geworden, muss man sagen. Genau, ne? Zu Anfang gab es halt euch. Genau. obwohl beim Winter Biwak 1 hatten wir auch schon Gäste gehabt. Also, aber beim 2 war in dem Ausmaß. Größer, ne? Ja. Genau, da kam noch mehr. Wir hatten ja auch da ein bisschen mehr noch Aufgaben. Also wir haben ja immer Winterbiwak 1 haben wir angefangen mit Challengen. Da haben wir uns ja zu dritt, ne? Wer ist der Beste? Und ich habe natürlich gewonnen, ne? Felix und Paul. Als Rentner. Als Rentner. Und das haben die im zweiten Winterbiwak immer so ein bisschen unterm Tisch gekehrt. Ja. Ne? Also da wollten die nicht drauf zugehen. Die haben trainiert. Ja, und dann haben sie trainiert, genau. Ja. Winterbiwak 2. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, Paul hat aber trotzdem verloren. Ja, das ist, in meinem Kopf und muss ich das erstmal alles sortieren. Ja, das ist richtig weiß schwer. Auch nicht mehr alles, ne? Also, ja. Ich weiß nur, dass wir Winterbiwak 2.0 hatte, glaube ich, Paul verloren und musste dann mit meinem Olaf-Kostüm musste dann im Zelt schlafen. Ja. Das war so witzig. Ja. Und er hat dann immer geflucht und hat gesagt, er verbrennt das Teil. Den hatte ich im Container auch schon damals angezogen. Ich hatte in den Container übrigens so einen Abschiedsstream gemacht und der lief 7 Tage. 24 Stunden, 7 Tage. Der 7. Tag kam schneller als gedacht. Genau. Und da hatte ich auch mal den Olaf-Kostüm angezogen, habe mich da zum Affen gemacht. Und du kamst ja auch nochmal vorbei beim Container-Stream. Ja. Und ich glaube, das war beim Winterbiwak 2.0. Falls ich das verwechsel, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben hier beim Videopodcast. Ja, und also Winterbiwak 2.0, der war halt geil. Ich hab noch so ein Schild gebaut, so ein Aufkleber. Wurde auch versteigert noch und alles, ne? Genau, das Schild habe ich hier. Ja, aber was haben wir denn noch gehabt? Von Adventure Buddy? Genau, so. Da haben wir einen Zuschauer gehabt und der hatte uns so Sachen gebastelt. So ein Wappen und irgendwas mit Tischbeleuchtung und so. Wo war das denn, wo wir noch nachher die Sachen rausgegeben haben? War das Winterbiwak 1, dann der Waschanlage? Das war 2. So, das war 2, genau. 2 haben wir dann mit dem Zuschauer-Dings gemacht auf dem Carwash-Gelände von Sven, genau. Ja. Schöne Grüße gehen auch noch an Sven raus. Das war auch cool. Ja. Wir mussten ja überlegen, wo wir das machen wegen Empfang und wir wollten ja nicht verraten, wo die Location ist, wo wir halt Livestream machen. Und da kam mir nur die Waschanlage, hab Sven angerufen, jo, kein Problem, könnt ihr machen. Ja. Genehmigung auch von der Gemeinde reingeholt, weil wir wussten ja zu dem Zeitpunkt nicht, wer da alles kommt, ne? Nachher stehen da 1000 Leute, haben uns auf jeden Fall auch noch die Genehmigung rausgeholt. Ja. Und genau, und dann sind wir den Sonntag, glaube ich, ne? Sonntag sind wir Sonntag, dann zu der Waschanlage hingefahren, da gab es noch Whitefood-Dings zu trinken. Aber ich muss sagen, ich bin da hingefahren, um die Technik da quasi startklar zu machen. Genau. Wenn ihr kommt, du bist dann auch noch gekommen, dass das alles losgehen kann. Ja. Da habe ich dir noch geschrieben. Eine Stunde vorher, ne? Meine Eltern waren auch da mit dem Anhänger, wo das ganze Waifood drin war. Richtig. Ich bin da so früh hin und dann dachte ich nur, hä? Haben wir Sonntag? Es war so schnell. Das war voll. Das ist Wahnsinn. Immer so ein Event, das geht so schnell rum. Das ist Wahnsinn. Aber auch so viele Leute. Ja. Also das war so viel. Also erstmal war das über eine Stunde, bevor da überhaupt jemand ankommt. Ja. So, da habe ich das mit der Kamera, mit dem Ton alles fertig gemacht. Und da waren schon so viele Leute da. Da habe ich mich gefragt, ist das jetzt Sonntag? Oder wollen die hier waschen? Vor allem, wo die überall herkamen. Die kamen, Da 2-3 Stunden gefahren. Eine Familie mit Kind und Kegel da, mit Hund. Und die kamen, 3 Stunden sind die gefahren, nur um uns da zu sehen. Ne? Hammer. Es gab auch jemanden, der sich noch Felix seine Unterschrift tätowieren lassen hat. Ja, stimmt, genau, das auch noch. Ne? Ja. Wer war das denn nochmal? Das weiß ich nicht mehr, aber das war wild. Ja, das war richtig wild, ja. Aber es war richtig cool. Ja. Und wir hatten so viel, das hat richtig Spaß gemacht, den Leuten nochmal was wiederzugeben. Ne? Ja. Also es gibt ja super viele Leute, die dann den Stream gucken und unterstützen und sowas. Ja. Aber wenn du dir dann wirklich auch mal so ein, auch wenn das dann in Form von so Trinkmahlzeit oder sowas ist, einfach was wiedergeben kannst, ist auch noch eine schöne Sache. Ja, genau. Also jetzt müsste ich mal einstufen, aber wir haben ja noch Winterbiwak 3.0. Den haben wir auch noch, den müssen wir auch noch erzählen. Aber ich glaube, wir sollten danach mal, welcher mein Winterbiwak mein bester war. Bei 2.0 war das so ein bisschen auch, ich war ein bisschen angeschlagen, ich war ein bisschen krank gewesen. Weil eben diese ganze Planung, wir waren im Wald, wir haben das Holz gehackt, wir haben alles vorbereitet, immer hin und her im Warmen und Kalten, ne? Hier, mi, 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 ne? Nee, aber das hat auch ein bisschen gedauert, ne? Ja, ich war da ein bisschen angeschlagen. Ja.
auf dem Winterbiwak. Und das war immer bei jedem Winterbiwak so. Immer war ich dann angeschlagen. Das hatte mich dann. Ich musste Kopfschmerztabletten nehmen abends, ne? Aber es hat trotzdem so viel Spaß gemacht. Ja. Und ich habe mich, ne, zusammengerauft, und du musstest ja auch Sonntag und Montag musstest du noch alles Ja, abbauen, ne? ja. Oh, aber es hat echt Spaß gemacht, ja. Genau, das sind wir vom Winterbiwak 2.0. Da haben wir 35.000 Euro, oder sogar noch ein bisschen mehr haben wir da Ja, reinbekommen. ja. Und da haben wir dann auch wieder zu dritt aufgeteilt. Ich glaube, da war der Ukraine-Krieg. Da habe ich für Ukraine meinen Teil gespendet, und die beiden haben, glaube ich, auch wieder für Tierorganisationen gespendet. Ne? Ja. Und dann kam der Winterbiwak 3. Und ja, wie soll ich da denn anfangen? Also, die beiden Winterbiwake, kann man das so sagen? Winterbiwake? Nennt man das so als Mehrzahl, Weiß ich Winterbiwak? nicht. Also Je 1 jetzt und ja. 2.0, jetzt ja. Jetzt nennt man so. Die haben auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Es ist sehr viel Organisation dabei Sehr teuer und sehr auch. teuer. Ohne Sponsoren können wir nicht. Das ist halt so. Ja. Ja, ich hatte gerade noch was im Gehirn gehabt. Siehst du, das macht der Podcast aus, ne? Wir sind einfach Es ist so, wie wir einfach sind, jetzt ne? Einfach live. Du kannst jetzt hier nichts live. rausschneiden. Nee. Ah, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ich bin immer beim nächsten Thema, und dann verliere ich das Ja. Eigentliche wieder. Wir versuchen ja schon irgendwie so ein bisschen die Agenda einzuhalten. Genau. Wir haben es sogar extra noch Und aufgeschrieben trotzdem hier. springen wir. Also Ja, trotzdem springen für wir. uns ist das verständlich. Ich hoffe, dass es für euch auch verständlich ist, wenn wir so Ja. ein bisschen hin und her springen. Aber wir haben einfach so viel Gedanken zu diesen ganzen Themen, dass das Ja. super schwer ist, auch das zuzuordnen. Was ist jetzt im Man hat zu viel Container, erlebt auch. Das Biwak, ist, bei ja. welchem Biwak war jetzt Ja, was? Und genau. Ja. also wir haben uns da echt schon Notizen Das ist zugemacht. genauso, wenn ich auf Lost Place Tour fahre, ne? Freitag auf Sonntag, zum Beispiel jetzt mit Jack zusammen. Wir drehen Freitag und Samstag Videos, ne? Und dann Sonntag frühstücken wir zusammen. Was haben wir denn gestern gedreht? Und dann sind wir voll am Überlegen. Wir haben ein Haus und eine Villa, aber wir haben doch gestern 4 Sachen gedreht. Echt? Haben wir 4 Sachen gedreht? Und dann, weißt du, das. Du bist so in deinem Film, du Ja, vergisst alles dann, die ne? Verarbeitung, ne? Du hast so viel Ja. erlebt, das kannst du so gar nicht so schnell verarbeiten. Ja. Das ist Ja. echt heftig. Naja, auf jeden Fall kam dann der Winterbiwak 3. Und ich muss dazu sagen, die Planung ist bei uns immer sehr, ja, sehr kurzfristig. Wir waren Sehr spontan. Oktober, ja, sehr spontan und kurzfristig. Ja. So, wir haben Oktober immer vom Winterbiwak, wenn es im Dezember stattfindet, haben wir dann losgelegt. Ja. Eigentlich müsste man schon viel eher das machen, aber wir haben es immer geschafft, In es kürzester Zeit das aufzustellen, ja. genau, dass Ja. es stattfindet, ne? So, Winterbiwak 3 habe ich diesmal gesagt, ich möchte nicht mitmachen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin halt nicht so der Challenge-Typ. Ich habe keinen Bock auf diese Challenge mehr. Im 1 und 2 war das toll. Im ersten war cool, dass ich die beiden geschlagen habe. Im zweiten war das so ein bisschen unterm Tisch gekehrt, und dann hatte man ja auch noch diese Challenge gemacht. Dann haben wir das ja so gemacht, dass jemand die Aufgabe übernehmen konnte. Aber beim dritten habe ich dann gesagt, nee, da muss irgendwas Neues her. Und ich Mal habe, was anderes, ne? genau, und ich habe, Ja. zu dem Zeitpunkt war mein Vater auch ein bisschen angeschlagen. Der war krank, und ich war viel im Krankenhaus mit ihm. Da habe ich das Rauchen ja auch wieder angefangen. Also ich hatte September angefangen. Und ja, da waren da noch die Katakomben, war noch, und da war so viel. Ah, das ist alles so Bums, 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 ne? Soll jetzt kein Mimimi sein oder so, aber das war mir alles zu viel, und ich wollte Dezember einfach nur, ich wollte mal nichts machen, ich wollte was mit der Familie machen. Ja. So, ne? Ich wollte wegfahren, das war eigentlich so mein Ziel gewesen. Ich habe aber wirklich nicht so dran gedacht, ach Mist, die Kinder müssen ja auch noch zur Schule, Frau muss auch noch arbeiten, die haben ja sowieso erst Weihnachten frei, wir können Weihnachten jetzt wegfahren. Ich wollte unbedingt Weihnachten immer mal wegfahren, und Ja. ich habe es endlich mal geschafft, und ich bin auch sogar mit meinen Eltern. So wird zum Centerpark gefahren und haben da Weihnachten gefeiert. Und das war mein Ziel, was ich erreichen wollte. Und ja, gut, ich hätte trotzdem den Winterbiwak 3.0 mitmachen können. Ich wollte aber als Hauptdings, wollte ich raus. Und Paul und Felix haben dann den Winterbiwak 3.0 geplant. Die hatten dann auch jemand anders gefunden, der in der Regie sitzt und so. Ja. Und ich habe das dann alles so ein bisschen mitverfolgt. Und dann war das Problem gewesen, dass die waren hingewiesen zur Location. Das war eine andere Location diesmal, nicht im Wald. Die haben was Cooles gefunden. Auch wirklich, du warst ja gar nicht da, Ich meine, ne? ich habe das Diesmal nur warst von du zu Hause genau gemacht. zu Hause.
Und zwar an so einer Ruine und so einem See. Da ist auch noch so eine große Villa. Und da ist, ich glaube, das ist so ein Jugendzentrum, Jugenddorf, denkst du. Da können halt, da ist Jugendherberge, Ja. ne? Also, und das war, fand ich halt richtig geil, weil die Gäste, die wir eingeladen haben, die konnten da auch schlafen. Ja, ohne dass dieser Stress kommt. Weil vorher gab es da das Auto zur Schlafmöglichkeit. Genau, gab es nur das Auto, ja. Oder ein Oder Zelt. gar Oder keine. ein Zelt. Oder draußen, wie Paul dann im Zelt mit Ja. seinem Olaf-Kostüm Ja. geschlafen hatte, ne? Das war genau, Genau. das war natürlich organisatorisch besser. Richtig, das war schon ein Schritt nach vorne. Also es war ein Schritt besser Ja. dann. Die Organisation war natürlich größer, weil das weiter weg war für die Technikfirma. Die musste halt, ich glaube, eine Stunde fahren oder 1,5 Stunden zu der Location hin. Deswegen war das für mich Hier. zum Beispiel auch nur von zu Hause machbar, weil Ja. mit der Familie und sowas, Ja. denn da mal eben einen Ja gut, ganzen hättest du Tag. Zeit nehmen können, ne? Da hättest du ja mal eben sagen können, ja komm, Ja, komm, Stefan, scheiße bei jetzt nicht euch. Ja, das mimi war immer dann machen in der hier, ne? Ja, zeitlichen nee. Planung auch schwierig, Ja. das Vor alles Weihnachten. unterzukriegen Ja. und dann, ja, dann auf die Entfernung. Dann mit meinem Auto. Ja, Also. stimmt, ja. Du saßt dann zu Hause und hast erstmal einen Joint geraucht und das Bier Richtig. getrunken. Der war zum Kotzen noch nicht so weit. Okay, so. Ja, auf jeden Fall war die Location, die war schon hammergeil. Ja. Die Leute konnten da schlafen. Ich habe auch, ich glaube, ich habe nur eine Nacht im Auto geschlafen und habe dann auch da drinnen geschlafen. Ich habe das warme Bett genossen. Wenn man die Ja, Möglichkeit hat. genau, wenn man die Ja. Möglichkeit hat, war schon geil. Wir hatten auch eine große Garage gehabt, wo wir alles lagern konnten. Und wie gesagt, ich war ja komplett raus. So, jetzt war das Problem gewesen, der Livestream machen wollte, die Regie, der hat auch sich um die ganze Technik gekümmert, Hubert. Ne, war trotzdem mit an Bord, die Huber Technik, die uns das Equipment halt zur Verfügung stellt. Und da muss ich sagen, ich bin ja mit Maximilian bin ich ja in Verbindung. Und wir haben sogar beim Winterbiwak 2.0, wir haben extra so ein Pult gemacht, wo die Funkstreckenreceiver alle drin sind. Und extra so ein Pult mit einem Arte Mini, wo man die Kamera mit umschalten kann. Der Ja. wurde extra für den Winterbiwak fertig gemacht. So. Das fand ich ja schon mal cool. Und der steht bei denen halt immer, ne? So, den brauchen sie diesmal nicht, weil der andere sich da um die Technik kümmern wollte und so. Der brauchte halt nur das Mischpult und die Funkstrecken. So, und den Rest. Und dann hatte mir Felix immer zwischendurch gesagt, der wollte dies und das machen. Und dann, hä, das kann doch nicht sein. Das stimmt doch irgendwie nicht. Und, ja, konnte ich mir nicht vorstellen, ne? Und ich so, oh nee, hoffentlich geht das nicht in die Hose und so, ne? Ja, und dann war halt eben der Dienstag gewesen. Die sind ja schon hingefahren. Die haben alles aufgebaut. Und dann haben die mich Dienstag angerufen oder Felix hatte mich angerufen und hat gesagt, Stefan, wir haben ein Problem. Richtige Scheiß-Problem haben wir. Ich so, Und habt dann ihr ging's denn? los. Ja, und dann ging es los. Ja. Und dann hat er ja gesagt, dass ja, der Technik für Techniker die abgesagt hat. abgesagt hat, weil er krank ist, ne? Ja. Und was soll ich dann sagen, ne? Ich meine, ich habe ja mit Felix und Paul den Winterbiwak gegründet. Ich bin ja auch Was? der Gründer Wer mit. sind Ja, Sie? wer sind Sie? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich nehme Gigs. Tschüss. Ja. Erstmal wieder eine saufen und eine piffen. Nee, Ja, und dann. macht man ja auch nicht, ne? Nee. Und dann habe ich hab sofort gesagt: Jungs, okay, alles klar, was habt Ruf ihr an mich nie Technik wieder da? an. Ruft mich nie wieder an. Ja. Hängt mich am Arsch, so, ne, nach dem Motto. Und dann, nee. Auf jeden Fall habe ich gesagt: Ich bin an Bord. Ich lasse euch nicht in den Stich. Ich habe das ja schon gesehen. Felix hatte mir auch Bilder geschickt und was da für ein Aufwand hintersteckt und so. Und da kann ich ja schlecht sagen: Nee, mache ich nicht. Pech gehabt. Pech gehabt, genau. Die Logos und so, die waren ja schon alle entwickelt. Ja. Da waren ja nur Paolo und Felix mit drauf. Und dann habe ich gesagt, ich mache komplett Regie. Ich setze mich, ne? Ich bin dann im Zelt und mache für euch dann alles safe. Den So, Ehrenstefan. den Ehrenstefan, genau. Und Felix und Paul hat man auch schon, oh, geil und super. Und habe ich mich morgens ins Auto gesetzt, habe abends hier noch geparkt, habe Frau gefragt, jo, ist alles in Ordnung? Geht klar, natürlich. Lass sie nicht in Stiche und bla bla bla. Und ja, dann erstmal noch wieder einige gekifft, ein Bierchen getrunken. Nein. Und dann habe ich den Maximilian von Huber Technik nochmal angerufen und habe gesagt, wir haben da ein Problem, der den Stream machen wollte, der hat abgesagt, wir brauchen unseren Winterbiwak-Kasten. Case, da sagt man ja immer, ne? Case. Und der, jo, kein Problem, kann ich aufladen, dies und das. Und ich wusste ja, ich weiß ja, wie alles funktioniert, ich weiß die Technik und was wir brauchen. Und ne? Jo, packe ich ein, bringe ich morgen mit rum. So, und da war schon mal so, weißt du, da war schon so, puh, ne, da war schon so geil. OP organisiert. Upi organisiert, ja, Und das nee, funktioniert. das funktionierte, Ja. ja, nee, das war
Gott sei Dank hatten sie den Arte Mini, also den Winterbiberkasten noch gehabt. Sonst hätte er jetzt auch noch gesagt, nee, haben wir nicht. Dann hätten wir Plan B machen müssen. Dann wäre scheiße gewesen. Und das wäre richtig scheiße gewesen. Ja. Ne? Der hätte so, ja, denn, das hätte das ganze Projekt eventuell nochmal gekippt. Dann wäre es richtig, ja, dann wäre es ausgefallen. Dann hätte es nicht gegeben. Dann wäre es richtig in die Hose gegangen. Und dann hätte ich, glaube ich, 5 Bier getrunken und hätte auch noch wieder einen. Ja, also da, das wäre dann, so, ja, hätte nicht stattgefunden, kann hätte man ja so sagen. Ne? Richtig. Und dann kam Winterbiwak 3, ne? Boah, Junge. Winterbiwak Matsch Edition war das, ja. Jo, das war echt, das war Matsch. Matsch Edition. Matsch, das war wie beim Hurricane Festival. Ja. Die gehen ja auch immer. Also mit Warthose und Gummistiefel wärst du weitergekommen. Da wäre ich auf jeden Fall weitergekommen. Ja, du, aber wusste man vorher nicht. Wegschmeißen. Die, ja, weiß, die kriegst du ja nie wieder hin. Boah. Die muss ich im Wassereimer, muss ich die aufweichen und dann abschrubben, den ganzen Schlamm, ne? Boah, gut, dass ich noch ein zweites Paar Schuhe mit hatte da, ne? Ja. Aber es war Hammer. Also erstmal kam ich ja an, da war die Wiese ja noch in Ordnung, es hatte schon ein bisschen geregnet, da war vor dem, wir hatten diesmal Regiezelt gehabt von Huber Technik, das war das erste Mal, ne, dass sie, und dann haben wir, und da war eben halt die ganze Technik und dann kam Hubert auch an, haben alles aufgebaut, oder das stand ja schon mit der alten Technik. Da mussten wir halt nur ein bisschen was umbauen und dann haben wir unseren Case da halt hingestellt und dann habe ich da auch mit halt alles aufgebaut, weil ich das ja kenne. Ja. Und genau, dann habe ich mir mein Regiezelt eingerichtet und dann fing das schon ein bisschen so an zu regnen und da bildete sich vor meinem Regiezelt schon wie so ein Bach. Ich so, können wir noch eine Brücke hier hinbauen? So eine, weißt du, so eine Hubbrücke, die dann auf, ja, und runter geht, so nach dem Motto. Konnte ja keiner ahnen, dass du es wirklich brauchst. Ja, und dann hat Björn, hat er dann irgendwie Holzspäne, dann hat Holzspäne da ausgeworfen, hab gedacht, das saugt sich alles auf. Natürlich, ne, nicht. Das hat gar nichts gebracht, ne? Ja. Hat einfach gar nichts gebracht. Und dann ging das ganze Wochenende so, ne? Es hat gegallert, es hat geregnet, es war eine richtige Matschpfütze. Da war nochmal kurz Sturm da gewesen, ja, hat das Zelt weggeweht und oh, hör mal bloß auf, ey. Es gab auf jeden Fall was zu sehen. Da gab es richtig was zu sehen. Ja. Also das war die. Ah, das war so eine Schlammpfütze, auch gerade beim Abbau, ne? Also so allgemein war der Winterbiwak 3. auch wieder sehr cool. Wir haben 50.000 Euro reingekriegt, 48 Stunden Livestream auf Twitch. Ja. Ey, das kann man sich, ich glaube, oder? Waren wir auf YouTube auch? Ich glaube, nee, haben beides. Wir schon Multistream gemacht? Ich meine, das war beides. Ich meinte auch, ne? Ich glaube, das war beides. Ich meine, das war schon beides, ja. Und ja, es hat auf jeden Fall trotzdem richtig Spaß gemacht und Felix und die haben sich auch wirklich alle bedankt, ne? Die haben mir noch so, das haben wir aber nicht im Livestream gemacht, dann haben die sich beim Lagerfeuer gesammelt. Und dann sollte ich dazukommen und da haben sie mir noch Pakete gegeben, ne? So als Dankeschön, dass ich trotzdem noch eingesprungen bin. Ich meine, die einzige Voraussetzung war ja einfach nur 50% von den Spendeneinnahmen zu kriegen. Ja, klar. Das, also mehr wolltest du ja gar nicht. Ich wollte mein Bierlager vollstellen. Ja. Kaffee, genau. Ja. Nee, Quatsch. Oh. Ich weiß gar nicht, da haben wir die Spenden auch wieder zu dritt aufgeteilt. Wieder Felix Paul Tierorganisation und ich habe die Let's Urbex Corporation. Corporation in Bier und Kaffee. Nein. Ich weiß das gar nicht, wo habe ich denn gespendet? Oh. Irgendwas Schönes. Oder nee, warte mal, Paul, nee, Quatsch, ich war ja gar nicht dabei. Oder haben wir das doch zu dritt aufgeteilt oder haben die das zu zweit gemacht? Nee, ich glaube, die haben das zu zweit gar gemacht. Gar keinen Plan mehr. Boah. Vor allem witzigerweise weiß ich, dass was weiter weg ist, ja, eher als das, was letztes Jahr war. Ja, das war auf jeden Fall, ja. So, also. Ja. Aber die Location, also ich fand es halt geiler, weil die Leute konnten da schlafen, wir hatten Schlafmöglichkeiten gehabt. Ja. Bis auf die Matschwiese. War das sehr geil. War das sehr auch cool. Auch die Optik, die mit der Beleuchtung, ja, und das sah so geil aus mit dem See. Und Ruine, boah, ne? So richtig mega geil. Ruine und geil. Bla bla bla. Ne? Das war schon richtig cool. Ja. Und da kannst du nichts sagen. Bis auf diese Matschpfütze und das Abbauen, wir waren auch ein bisschen alleine, das muss man wirklich sagen. Da sind viele Leute schon wieder nach Hause gefahren. Das fanden wir halt ein bisschen blöd. Wir waren wirklich ein bisschen alleine dort und weil der Matsch eben halt auch, ne, mussten das Kabel sauber machen, die Geräte sauber machen. Alles putzen, das, ne? Die Zelte hat Felix da noch, der war noch in Oldenburg, da habe ich Felix noch in der Woche vorbeigeschaut. Wir haben das Zelt noch sauber geschrubbt und ja. Hören wir bloß auf, ne? Das war. Aber es sah auch alles aus wie Scheiße, ja, da muss man sagen. Ne? Ja. Das sehen die Leute halt alles nicht so im Hintergrund, ne? Ich wollte immer ein Video machen, so hinter die Kulissen vom Winterbiwak, haben wir nie geschafft. Ich glaube, Ben hatte, glaube ich, mal ein Video gedreht, aber da kam, glaube ich, auch nie was raus. Vielleicht müsste ich das nochmal machen. Einfach so ein Winterbiwak-Spezial, so ein Best-of von allen Teilen, so ein
Best-of zu machen. Das wäre doch mal eine geile Idee. Wenn das Interesse bei den Leuten da ist. Also ist bestimmt, bestimmt witzig, das bestimmt. Mal zu sehen. Ja, stimmt. Und dann mit dem Oldschool-Container anfangen. Ja, weil das war ja der Fall. Grundstein ja, von dem Winterbiwak eigentlich, ne? Genau. Und siehst du, wieder Farben verloren. Wir sind immer weiter. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, mit dem Aufräumen. Das war halt eben. Katastrophe. Das war Katastrophe. Ja, ja. Das war wirklich. Und ich glaube, wir haben diesmal, können wir auch ehrlich sagen, es kommen natürlich die Fragen im Livestream rein. Das wollt ihr natürlich bestimmt alle wissen. Was wird auf Winterbiwak 4.0? Felix war jetzt die Woche hier gewesen. Wir haben auch nochmal drüber gequatscht. Und ich glaube, dieses Jahr wird es kein Winterbiwak 4.0 geben. Wir sind jetzt schon im November. Also das ist auch viel zu spät. Kannst du gar nicht mehr aufbauen. Genau, das kannst du gar nicht mehr. Wir müssen wieder eine Location finden. Ich glaube nicht, dass wir auch wieder die Location nehmen würden. Ja, es gibt auch keine jetzt. In den Wald könnte man ja noch mal machen. Ja, der wäre da. Hätte Fahrerkette, weißt du, wie das ist, ne? Ja, aber du brauchst ja wieder komplette Utensilien. Genau. Und das muss erstmal alles zur Verfügung stehen. Genau. Ne? Die Leute müssen auch alle Zeit haben. Alle haben auch Projekte und alle haben was vor. Alle haben irgendwie Familie, wo die was machen wollen. Genau. Und Leon zum Beispiel hat jetzt auch ein Projekt vor, habe ich gestern gesehen. Das heißt, glaube ich, Extreme Overnight, 48 Stunden Livestream. Wollte ich auch erst dabei sein, aber klappt jetzt auch gerade nicht. Muss nochmal eben auf Tour fahren. Und ich habe selber auch noch was vor nächstes Jahr, habe ich dir auch erzählt. Sind wir in der Planung. So viel kann ich schon verraten. Zur Venusmesse zu fahren. Genau, da machen wir einen Winterbiwak dann. Oder einen Sommerbiwak. Als Ausgleich, weil es dieses Jahr keins gab. Ja. In der Messehalle. In der Messehalle. So auch schön. Aber dann musst schön, auch schön. Dann musst wieder du hier mit und sehr viel blurren, um zu. Ja, nee. Also ich hab da schon was sehr Cooles vor. Das Problem ist halt, ja, du brauchst halt auch Sponsoren, weil das ist nicht gerade billig. Das kostet alles Arschbegeld. So eine Veranstaltung zu machen, ne? Und da bin ich jetzt ein bisschen bei. Ich habe schon ein paar E-Mails raus und genau, wenn ich Glück habe, kommt dann ein Sponsor. Ja, muss ich mal drauf hinarbeiten. Ist ja auch nicht günstig, das Weserstadion zu mieten. Geil, Weserstadion, oder? Und dann auf der Leinwand und dann. Das wäre heftig. Passen im Weserstadion rein. 40.000? Nee, 4, 5 30, Leute. 30, 4, 5 Leute, genau. Also für uns reicht. Ja. Nee, aber dann auch das ganze Stadion wäre. Mit Zuschauern. Ja, Live-Donations, dann werfen die so Geld an. Ja, meine ich doch. Ja. Ich glaube, Dortmund ist, glaube ich, das größte Stadion mit 50.000 Zuschauern. Ne? Ich glaube, Weserstadion hat, glaube ich, die Hälfte. Aber so viele Leute haben wir nicht im Stream gehabt. 20 oder 25.000. Da brauchst du auch keine Spenden sammeln, dann machst du 10 Euro Ticket, Eintritt. Boah, das wäre der Hammer, oder? Aber ich glaube, dann wäre ich, glaube ich, wenn ich da stehe und dann wäre ich nervös, glaube ich, bei so vielen Leuten. Ich sag mal, wenn du die Zahlen siehst im Stream, ist das was anderes, als wenn da 5.000 Leute vor dir stehen. Und dann hast du im Livestream nur 5 Leute, die dir zugucken, weil die Hälfte ja alle da. Weil alle im Stadion sitzen. Da kannst du dir den Stream sparen. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich habe nächstes Jahr was vor, wenn das klappt. Rom. Schauen wir mal. Oh, hör mal, du bist auf mit Rom, ey. Nächstes Mal. Oh nein. Da haben wir auch noch was, wo wir drüber reden können, glaube ich. Ja, genau. Wir haben noch sehr viel. Wir haben noch viele Themen. Ja. Also. Da seid nochmal gespannt, aber ich will das Wort Rom nicht mehr hören. Ich will es wirklich nicht mehr hören. Ich komme mit so einem Lazio-Rom-Trikot dann hier rein. Wo wir letztens Pizza geholt haben, da hat er mich auch so viel geärgert. Italienische Flagge, italienische Pizza. Ich wollte schon weggehen. Ich wollte keine Pizza mehr essen. Kannst du jetzt heute auch wieder übrigens. Ja? Er steht da. Ja, siehst du, können wir uns gleich noch Pizza gönnen. Ja, also, wie es aussieht, halt Winterbiwak 4.0. Aus meiner Sicht jetzt die Information wird es halt nicht stattfinden. Es kann natürlich noch was passieren, dass Felix und Paul sich da noch vielleicht absprechen und noch was machen. Aber auch ganz spontan muss es aber sein. Vielleicht machen die noch was Kleines oder so. Oder holen mich doch noch am Board oder vielleicht, weiß ich nicht. Aber bis jetzt der aktuelle Stand, du bist ja auch in der Winterbiwak-Gruppe drin, da wurde ja auch noch nichts geschrieben. Ist nichts. Genau, Felix war auch letzte Woche bei mir hier und bis jetzt ist nichts geplant und wenn, dann wäre das, glaube ich, auch schon jetzt zu dem Zeitpunkt viel zu spät, um den Winterbiwak überhaupt aufzubauen. Vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, vielleicht einmal so eine Pause zu machen und dann sich auf nächstes Jahr vielleicht wieder konzentrieren. Dann können Leute auch mehr Geld sparen. Und das auch noch. Und was? Wir haben 50, das heißt, wir haben fast immer verdoppelt. Das heißt, 80 ist dann das nächste Ziel. Nee. Das wollten wir auch nicht. Nee. Das soll ja auch nicht mehr. Das zum Beispiel kann ich auch wirklich aus meiner Perspektive sagen. Wenn dann kein Ziel. Es war ein bisschen zu hoch.
Und es war wirklich dann auch noch das Problem gewesen, wir saßen da und wir haben so ein bisschen, kann man das so sagen, wir haben ein bisschen so gebettelt. Man hatte so, ne, los, haut rein, weil das Spendenziel einfach zu hoch war. So also ein bisschen wie bei TikTok jetzt. Genau, und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen nicht so auf die, ne, dann lieber, weißt du, wie so ein Winterbiwak 2.0, man hat so, oder 20.000 Euro, das reicht vollkommen so. Das ist auch sau viel. Das ist schon sau viel. Das ist sau viel, ne? Geld. Das ist mega viel. Ja. Und dass wir überhaupt 50.000 geschafft haben. Wir waren sogar, wir waren wieder heftig drüber, ne? Ja, ja. Aber man hatte schon ein bisschen gemerkt, wir waren da so ein bisschen so, ja, es war ja auch ein bisschen, wie soll man sagen, die Laune war ja auch so ein bisschen, klein bisschen im Keller, weil das ja alles matschig war. Der war kurzzeitig mal auch so ein bisschen, und dass wir im Zelt saßen, weil es geregnet hatte, und dann hatte man immer, komm, haut rein, und dann, weil man hatte sich nur noch auf diese Spenden fixiert. Und das wollen wir ja nicht. Der Winterbiwak soll ja, ne, der soll ja Spaß machen, der soll ja auch so einfach ein Jahresabschluss auch halten, und da haben wir auch gesagt, das war ein bisschen zu viel. Ja. Ne? Also nächstes Mal ein bisschen runter, vielleicht auch mal was komplett, vielleicht machen wir auch mal komplett was anderes. Winterbiwak. Man lernt, also wenn man das, die Entwicklung so sieht, bei jedem Biwak oder Containerstream oder egal was man macht, man lernt dazu, man entwickelt sich weiter. Richtig. Und du weißt, was du nächstes Mal besser machen möchtest oder nächstes Mal nicht mehr machen möchtest. Ja. Es gibt ja sowieso immer, jede Veranstaltung gibt es negativ und positiv. Ne? Ist immer so. Also ist immer so. Nur wenn du es machst, kannst du sie verbessern. Genau. Das ist einfach so. Ne? Genau. Und ich finde, wir haben ja schon echt was Cooles auf die Beine gestellt. Ne? Ja, von also Biwak 1.0 bis 3, ne? Das war ja schon Hammer. Ja. Also 1.0 war ja schon, fand ich schon Meilenstein. Ja. Das war schon heftig, dass man das mit so welchen Mitteln hinstellen konnte. Ne? Richtig, genau. Das sind ja nicht alles Riesenleute, die 20.000 Zuschauer haben, sondern das sind alles irgendwo auch Privatpersonen, die das zum guten Zweck machen. Ne? Ja, da waren auch sehr viele Firmen dabei, die haben auch gespendet. Das war auch cool. Ne? Ja. Was würdest du jetzt sagen von den ganzen Winterbiwak und Container? Welches hat dir am besten gefallen? Also vom, das ist schwierig, glaube ich, oder? Vom Gefühl, dieses Zusammensein war der Container richtig geil, fand ich. Mhm. Aber am besten fand ich, ich muss schon so sagen, das erste Winterbiwak. Weil das hatte zwar seine kleinen Hürden, ein paar Aussetzer, es gab Fehler. Mhm. Aber man wusste, was du mitnimmst fürs nächste Mal. Mhm. Und einfach dieses einmal im Jahr mit den Leuten zusammensitzen, zusammenkommen. Wo war das, wo wir diese Challenge am Baum gemacht haben mit dem 2? Das war 2, ne? Ja. Ich würde sagen, mein bester war Winterbiwak 2, finde ich. Von der Organisation, von den Leuten her und von dem, was wir da gemacht haben. Fand ich Winterbiwak 2 irgendwie am coolsten. Ja, weil das war ja nochmal das Upgrade von dem ersten. Genau, weil das so so zombie-mäßig, apokalyptisch. Ja, vom Thema her, ne? Muss wieder mehr Themen. So. Vom Thema her war das. Genau, Winterbiwak 1 war natürlich, sag mal so, der große Meilenstein vom Container jetzt zu diesem richtigen. Zu diesem Wald, mit dem Meer. Genau, also Winterbiwak 2 ist halt quasi 1 als Upgrade. Genau, ja. Aber das kam auch nur zustande, weil wir keine andere Location gefunden haben und weil der Wald. War trotzdem geil. Und der hat sich angeboten. War trotzdem geil. Genau. Ja. Wir haben ja aus dem Winterbiwak 1 gelernt und haben den Winterbiwak 2 nochmal verbessert. Aber ich fand das so, wie das bei 1 und 2 war. Optimal. Ja. Ich fand 2 fand ich auch noch ein bisschen gemütlicher, so vom Aufbau her und so von. Auch mit der Küche draußen, nachher die aufgebaut. Genau. Also, also gut. Aus der Sicht war das natürlich ein bisschen professioneller gemacht. Ja. Es war geiler, dass man schöner Sachen kochen konnte. Ja, so lange haben wir nicht mehr. Ich kann gleich wieder saufen. Boah, wir haben ja nur noch 5 Minuten. Wir müssen uns ja auch immer, wir müssen beim Podcast immer mit der Zeit aufpassen hier. Das ist so schnell weg. Ne? Ab wann denkst du, was willst du reden? Du bist doch gerade erst gekommen, so, ne? Ja. Jetzt, also nicht das, was ihr denkt jetzt gerade. Aber das ist Wahnsinn. Ja. Also ich finde das einfach, wie das bei 1 und 2 war, dieses Zusammenkommen. Das muss gar nicht wie bei 3 die krasse Location sein oder sowas. Ja, also ist optisch geil. Geil war und die Kostüme, die waren besser, ne? Bei 3, der war auch mal aber ein geiles Thema. Das ist so immer noch mehr Aufwand. Ja. Die Frage ist immer, wenn du dich immer wieder toppen willst, immer wieder bessern willst, wo soll das immer hingehen? Richtig. Immer brauchst du ein Fernsehteam. Genau. Und deswegen, das wird immer mehr. Deswegen haben wir auch gesagt, Winter 3.0, das war schon, ne, das Doppelte wieder. Und da haben wir gesagt auch,
Ich glaube, da sind wir auch zu dritt einig, ich, Felix und Paul, dass wir das nicht noch größer, weil was ist denn die nächste Herausforderung wieder? Sag ich ja. 100.000, vielleicht auch ein 5-Tage-Stream. Wo soll das hingehen? Nachher machst du eine hingehen? Woche wollen durch. Genau, und das wollen wir ja nicht. Ne? Man kann ja auch normal, einfach ganz normal, so wie im Winter Biwak 1 oder 2 zurückspringen und dann, Hauptsache die Unterhaltung für die Leute ist da und überhaupt, dass wir spenden für gute Organisation, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ne? Genau, also ich so denke. Ich fand es am schönsten, mit euch einfach zusammenzukommen, am Feuer, bisschen was zu essen, bisschen Scheiße labern. Richtig. Auch viele ernste Sachen vielleicht mal so zu besprechen und das war für mich einfach das Schönste. Also einfach am Lagerfeuer mit den Leuten zusammensitzen. Genau, das fand ich bei zwei irgendwie, weiß ich nicht, besser. Gemütlicher. Also gemütlicher, auch das mit einem Baum, wo wir noch da mit Dings zusammen da die Spiele gemacht haben, nachts so noch nach dem Motto, ne? Das war irgendwie geil, war das. Ja, hat Spaß gemacht. Aber egal was, jeder Winterbiwak für sich hat was Cooles. Ja. Es war alles cool, es war alles geil, was wir gemacht haben. Richtig. Das alles, was gewesen ist, war cool. Richtig. Und ich würde sagen, das ist auch ein schöner Abschied. Ja. Ne? Wie gesagt, schauen wir mal, vielleicht was nächstes Jahr passiert, vielleicht gibt es was ganz Neues. Vielleicht mache ich ein Event, vielleicht machen Paul oder Felix zusammen auch ein Event nächstes Jahr, vielleicht was anderes Sommerbiwak. Es gibt immer viele Gedanken, aber es gibt viele Gedanken, die Umsetzung muss halt auch alles stimmen. Genau. Ja. Und damit würde ich auch sagen, wir schalten ab. Ich hoffe, euch hat der Postkartensammler. Postkartensammler. Guck mal, mein Kaffee ist auch schon leer, dein Bier ist auch gleich leer. Mein Bier? Das hat übrigens sehr gut geschmeckt. Ja? Ja. Und den habe ich noch nicht mal probiert, weil ich hole mir immer ganz viele Sachen, die ich immer probieren will. Jetzt muss ich meine Frau noch mal Bescheid sagen. Die muss mir die Vanille noch mal mitbringen von Dr. Pepper. Aber die schmeckt genau wie Vanille ganz normal. Echt? Ja. Aber das muss ja so Marzipan sein, oder nicht? Nee, das ist ganz normal. So? Einfach nur wie Vanille-Cola. Ach so, ja. Nee, dann brauche ich ja keinen. Ja. Also ich kann dir Feedback dazu geben. Nächsten Podcast kannst du dir wieder eine Dose. Ich habe noch eine mit Kirsche. Ja, top. Mega. Machen wir. Genau. Und dann würde ich sagen, wir schalten ab. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Podcast fandet, auch vom Ton her. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen aufgerüstet. Den nächsten Podcast vielleicht in der Ecke oder wieder am Schreibtisch, seht ihr dann ja. Und wir werden jetzt mal ein bisschen versuchen, so wie wir Zeit haben, Podcast zu machen, auch wenn es nur mal zweimal im Monat ist. Oder vielleicht mache ich auch mal alleine einen Podcast oder lade nochmal jemand zusammen ein. Oder wir machen den nächsten Podcast. Also Themen gibt es genug. Themen gibt es genug, genau. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal für Themen oder Fragen, vielleicht, oder Fragen, wenn Leute mal Fragen haben, kann man das ja auch mal sowas machen, ne? Richtig, genau. Und guck mal, wir haben genau fast 59 Minuten Podcast aufgenommen. Perfekt. Perfekt, also abschalten. Ciao. Genau. Ach, abonnieren nicht vergessen, ne? Und liken. Oh. Auf beiden Kanälen. Auf beiden Kanälen, auf allen drei, auf alles. Alles. Alles unter Videobeschreibung. Ich weiß gar nicht, wie ist das beim Podcast? Gibt es da auch sowas? Ah ja, glaube ich auch. Irgendwo eine Infokarte. So, jetzt aber. Raus hier. War schon. Sonst haben wir gleich noch hier 60 Minuten. Rausschneiden. Rausschneiden. So, und weg. Ciao. Tschüss. Tschüss. Prost.